Ja, dann mache ich weiter. Wie gesagt, der Feind der Leute in Gaza ist meiner Meinung nach keinesfalls Israel oder das israelische Volk, sondern das ist die Hamas selber, die dort die Menschen unterdrücken, die eben auch dieses Leid forcieren, um damit noch mehr Geld zu generieren. Und alle, die glauben, wenn sie hier in Deutschland Geld spenden für diese armen Menschen in Gaza, dieses Geld wird verwendet für Raketen, für Treibstoff, um Tunnels zu bauen und letztendlich um Israel anzugreifen. Und wir müssen eins sagen, Leute, Deutschland und Europa hat ja in den letzten 200 Jahren auch viel Schlimmes erlebt. Bei uns gab es ja die zwei großen Kriege mit Millionen von Toten. Und was ist nach dem Zweiten Weltkrieg passiert? Die Deutschen, die Europäer, sie haben sich an den Händen genommen. Sie haben ein gemeinsames Europa geschaffen. Sie wurden zu Freunden. Menschen, die sich noch Jahre zuvor bekämpft, bekriegt, getötet haben, sind wieder miteinander umgegangen, haben Geschäfte gemacht, machen in ihren Ländern gegenseitig Urlaub. Mittlerweile ist es ganz normal, dass sich Europäer untereinander verheiraten. Ich selber bin gutes Beispiel. Ich bin mit einer Bulgarin verheiratet. Und nur dieser Weg verspricht eine Zukunft. Und auch das müssen die Leute in Gaza und in Arabien lernen. Sie müssen wegkommen von diesem Hass. Man darf nicht immer aufrechnen, wer hat getötet, warum wurde getötet. Es sind schlimme Sachen passiert, aber der einzige Weg, der dazu führt, dass wirklich mal Frieden herrscht, ist, diesen Hass beiseite zu legen, sich an der Hand zu nehmen und aufeinander zuzugehen und Frieden zu machen. Das ist der einzige Weg, der wirklich Erfolg verspricht. Und wenn man dann schaut, Gaza zum Beispiel könnte genauso wie in der Türkei Antalya, das könnte ein super Ferienort sein. Wenn man sieht, dieses kleine Land Israel, was die geschaffen haben, die exportieren Früchte, die haben unheimlich viele Nobelpreisträger, die haben eine riesige Wissenschaft. Dieses wäre auch in Gaza möglich, dies wäre auch in den anderen Ländern möglich, wenn sie endlich aufhören würden, einmal alles auf Inshallah zu schieben, es wird schon und es wird alles geleitet, sondern wirklich mal anfangen, selbst zu denken, selbstbewusst zu werden, frei zu werden. Denn das, was sie leben müssen, ist Unfreiheit. Es heißt immer, Gaza wäre ein Freiluftgefängnis. Das Gefängnis existiert, aber nicht durch die Israelis. Das Gefängnis existiert durch den Glauben, durch das, was sie in ihrem Kopf haben. Sie haben alle ein Gefängnis in ihrem Kopf. Und da müssen sie die Mauern niederreißen, da müssen sie die Mauern zerbrechen, um endlich frei zu sein, um frei leben zu können. Das möchte ich mal an dieser Stelle sagen. Und dann möchte ich speziell hier für die deutschen Zuschauer auch etwas sagen. Wir haben es jetzt in Israel gesehen, da sind schreckliche Dinge passiert. Es wurde Babys ermordet, es wurden Frauen ermordet, es wurde vergewaltigt, alles. Aber was wirklich auch zu sehen ist, die Israelis, sie hassen nicht. Sie wehren sich, sie kämpfen, aber sie hassen nicht. Auch heute noch können Palästinenser, Araber können in Israel leben, können ihre Geschäfte fortführen. Und das ist der große Unterschied. Hier in Deutschland haben wir mittlerweile Leute, die eigentlich nichts damit zu tun haben, sondern nur über die Medien und über ihre Imame hochgepusht werden und Hass forcieren und Hass ausleben. Wir hatten das jetzt in Essen, wo fast 3000 Menschen auf der Straße waren, unter dem Vorwand Free Palestine, aber letztendlich eigenes Kalifat gefordert haben. Das Gleiche passiert jetzt zum gleichen Zeitpunkt auch in Berlin. Und so etwas, davor haben wir, die meisten wissen es ja, ich war mal Pegida Nürnberg, Pegida Mittelfranken, davor haben wir schon vor 10 Jahren gewarnt. Wir wollen das nicht in unsere Straßen haben. Wir wollen keine Glaubenskriege, wir wollen keine Konflikte. Das gehört nicht in unser Land. Und wer meint, er muss das machen, der soll das da machen, wo er herkommt, aber nicht hier bei uns. Und den Deutschen möchte ich noch eins sagen, so wie man es jetzt in Israel gesehen hat, dieses Gemeinschaftsgefühl, denn dieser Tag, der 7. Oktober, das war ein Schlag in die Seele des israelischen Volkes. Dieses Gemeinschaftsgefühl müssen wir endlich auch in Deutschland wieder leben. Ich sagte schon ein paar Mal bei meinen Reden, ich möchte jeden bitten,
mal nach links zu schauen, mal nach rechts zu schauen. Und jeder, der links und rechts von dir steht, das ist dein Bruder, das ist deine Schwester. Und dieses Gefühl müssen wir leben und dann haben wir auch Frieden und dann haben wir auch eine schöne Zukunft. Das sind bis jetzt einmal die ersten Worte. Bravo, später bravo. Mehr. Dankeschön. Ja, Gernot.